Hallo deine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist uns ein wenig langweilig, da haben wir uns so gedacht, ja, was könnte man mit diesem wunderschönen Tag noch machen? Da wir zufälligerweise Hunger haben, kein Problem, wir holen jetzt gleich meine liebe Schwägerin Radri ab und gehen dann zusammen gemeinsam was Leckeres essen. Wir möchten heute mal ein neues Restaurant testen, nicht, dass es für euch langsam langweilig wird, wenn wir immer in die gleichen Restaurants gehen. Ja, wie in Thailand so üblich, sind wir natürlich ganz alleine, wenn wir dann ins Restaurant fahren. Es kommt nicht nur meine Schwägerin mit, sondern auch noch zwei Kolleginnen. Kein Problem für mich, denn je mehr Leute, umso lustiger werden wir es dort sicher haben. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Ein Restaurant irgendwo mitten in der Pampas. Schon mal ein gutes Zeichen, dass hier jede Menge Fahrzeuge rumstehen. Das heißt ja, dass man hier wahrscheinlich gut essen wird. Ja, jetzt weiß ich auch, weshalb es hier so viele Leute hat. Hier bekommt man einen leckeren Papayasalat für 10 Baht. Das ist natürlich ein Spottpreis. Ja, den vielen Gästen hier muss es hier wirklich sehr gut laufen, beziehungsweise wird man hier auch lecker essen können. Wie ihr sehen könnt, auch die anderen Tische belegt, beziehungsweise sind die Gäste erst gerade gegangen. Also mal ein gutes Zeichen. Dann hoffen wir mal, dass es auch was Leckeres zu essen gibt. Das ganze Lokal befindet sich wirklich mitten in der Natur. Das ist leider nicht direkt am Fluss gelegen, aber man kann echt alles haben. Dafür hier ein kleiner Bambuswald, jede Menge Bäume. Hier noch Zuckerrohr. Ja, wie ihr selbst sehen könnt, ein richtiges Thai-Style-Restaurant. Eine Mischung zwischen Garküche und Restaurant. Ich liebe solche Lokale. Ehrlich gesagt, ich esse lieber in so einem Lokal als irgendwie so ein Schickimicki-Laden, welcher voll klimatisiert ist. Und ihr könnt sicher gehen, dass zu 99,9% in einer Garküche das Essen immer frisch ist, beziehungsweise die Lebensmittel. Ich habe jetzt in den 14 Jahren noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Jetzt einfach mal so frech und film in die Küche rein. Das ist in Thailand meistens kein Problem. Die haben da auch nichts zu verstecken oder zu verbergen. So, mal schauen, wie weit das da die Damen gekommen sind. Sind da fleißig am Bestellen. Wie in Thailand so üblich, bekommt man ja so einen kleinen Notizblock. Da kann man dann aufschreiben, was man gerne essen möchte. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Man kann natürlich dann auch das Servicepersonal ein bisschen entlasten, wenn man sich die ganzen Speisen selbst aufschreiben muss. Ja, was mich jetzt ein wenig überrascht, dass hier sogar eine Menükarte hat. Das erwartet man ja zuletzt, wenn man irgend so eine kleine Garküche etwas abseits der Touristenpfade entdeckt. Schauen wir mal, was es hier Leckeres zu essen gibt. Wie bereits anfangs erwähnt, Spezialität oder eine der Spezialitäten, der Papayasalat. Hier gibt es tatsächlich Papayasalat bereits ab 10 Baht. Schauen wir mal die nächste Seite an. Verschiedene Fleischgerichte. Dann hier bereits die Getränke. Die Karte ist überschaubar, aber ich habe das lieber so, als jetzt irgendwie da mehrere hundert Gerichte. Das erste Gericht bereits gekommen, und zwar einen leckeren Papayasalat. Das heißt, ob er lecker ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Heute mal eine vegetarische Variante mit Ei. Ja, man kann sagen, die Menge ist überschaubar, aber für den Preis kann man ja auch nichts sagen. Schmeckt sehr lecker. Nur ein bisschen scharf. Aber wirklich sehr gut zubereitet.
sind auch salzige Eier, die müssen wir da auch noch versuchen. Ja, nach ein bisschen Warten ist noch ein weiteres Gericht dazugekommen. Irgendwas. Auch wieder was Vegetarisches. Mais mit Ei, mit Bananen wollte ich schon sagen, mit Bohnen und Tomaten. Fleischsalat, genannt Lap Mu. Einmal scharf, einmal weniger scharf für den Olaf. Und da hinten ist noch was mit Shrimps dazugekommen. Schaut ein bisschen schärfer aus. Ich versuche eine dynamische Aufnahme zu machen. Und bereits das nächste Gericht. Was ist das? Mit Bambus, was? Bambussalat, oder wie sagt man den? Kann noch zeigen. Bambusgericht. Schaut auch sehr schön aus. Ja, dass ihr nicht denkt, wir sind Vegetarier geworden, hat es natürlich noch weitere Fleischgerichte dazugegeben. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir bereits wieder zu Hause angekommen. Jetzt wart ihr sicher schon sehnsüchtig darauf, auf mein Schlussfazit. Und natürlich wollt ihr auch gerne wissen, was wir dafür bezahlt haben. Wie ihr im Video gesehen habt, waren wir zu fünf dort, hatten alle großen Hunger gehabt und haben jetzt inklusive der Getränke, also das heißt inklusive einer Flasche Bier, 400 Baht bezahlt. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, das ist jetzt aber doch noch relativ teuer. Bei uns geht das noch billiger. Ist schon klar, man kann jetzt in Thailand zu fünft auch für 150 Baht essen gehen oder für 100 Baht vielleicht sogar essen gehen. Das wäre jetzt in diesem Lokal auch möglich gewesen, denn vielleicht habt ihr in der Karte gesehen, dass es da Gerichte gab für 10 Baht, also so ein kleiner Papayasalat für 10 Baht. Es gab auch Fleischgerichte für 20 Baht. Und hätte jetzt jeder von uns nur einen Teller genommen, da wären wir wahrscheinlich mit Wasser, jetzt ohne Bier, irgendwo unter 100 Baht geblieben oder knapp drüber. Das wäre dann wirklich sehr günstig gewesen. Und da fragt man schon, wie das Ganze überhaupt aufgehen kann für so ein Restaurant. Klar, jetzt in diesem Lokal hat man gesehen, dass es ziemlich gut besetzt war. Als wir angekommen waren, waren ja sämtliche Tische noch belegt mit Geschirr von den Vorgängern. Das heißt, es läuft dort sicher sehr gut. Wahrscheinlich kann man da sagen, der Preis ist heiß und weil es so günstig ist, gehen auch viele Leute dort essen. Jetzt mein Schlussfazit für dieses Lokal ist einfach diplomatisch formuliert, das war okay. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn man muss ja mit Restaurantkritik in Thailand aufpassen. Nicht, dass man schluss noch eine Anzeige am Hals hat. Eins kann ich sagen, unser Lieblingsrestaurant bleibt nach wie vor dieses wunderschöne Restaurant beim Tamawun-Hügel. Da habe ich ja bereits zwei Videos mal drüber gedreht. Ja, an dieser Stelle hoffe ich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Teilen, liken, kommentieren, wie immer erwünscht. Und falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, denkt daran, drückt auch unten auf die Glocke. Bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.